Ich wünsche euch einen guten Abend und ja, ich weiß gar nicht, wer von euch Karneval feiert. Hier ist, in Köln wohne ich ja. Hier ist natürlich Karneval, aber ja, ich bin nicht so der Karnevalsfan. Deswegen, dachte ich mir, mache ich doch ein Alternativprogramm mit euch. Und zwar geht es heute darum, wie du deinen Kopf abstellst, wenn du in Kontakt mit deinem Tier kommen möchtest, wenn du spüren möchtest, was dein Tier von dir braucht, wenn du die Gefühle deines Tieres mitbekommen möchtest und eben auch so die Bedürfnisse deines Tieres. Und ja, dieses Video entsteht in einer Reihe von, wir heute wieder einen Besucher dabei. Dieses Video entsteht in einer Reihe von Videos und Infos, die ich jetzt im Februar gebe. Da geht es nämlich bei mir in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe, um das Thema Wahrnehmung. Loki, mach du mal weiter hier. Um das Thema Wahrnehmung, und da habe ich auch in meinem Podcast in der Episode schon darüber geredet, welche Arten der Tierkommunikation gibt es eigentlich. Und hallo. Juhu, ich bin nicht allein. Ja, Loki ist heute ein bisschen schreckhaft. Der hat gerade was umgeworfen und sich dann vor sich selbst erschrocken. So, ich nehme mal das Mikro in die Hand. Genau, es geht um das Thema Wahrnehmung in diesem Monat, und in meinem Podcast habe ich schon über die verschiedenen Formen der Tierkommunikation gesprochen. Ist gut. Und jetzt wollte ich noch mal mehr auf das Thema eingehen, was viele Menschen haben, wenn sie spüren möchten, was ihr Tier braucht, nämlich wie kann ich da meinen Kopf abstellen, beziehungsweise ist oftmals so die Thematik, ja, ich würde ja gerne verstehen, was mein Tier braucht, aber mein Kopf, der funkt immer dazwischen. Das können Selbstzweifel sein, das kann aber auch sein, dass da einfach fehlende Konzentration da ist, also dass du Probleme hast, dich zu fokussieren. Dass du das Gefühl hast, ja, immer wenn du spüren möchtest, was mit deinem Tier ist, dann wirst du abgelenkt oder deine Gedanken schweifen ab und sind gar nicht mehr bei deinem Tier. Oder eben auch, dass du dich fragst, ja, was kommt denn eigentlich von meinem Tier und was kommt von mir selbst? Also welche Gedanken sind da gerade die Signale von meinem Tier und was sind meine eigenen Gedanken, die kommen? Ja, ich sehe, ihr seid schon da, die üblichen Verdächtigen. Das freut mich total, die auch immer in der Gruppe so schön aktiv sind. Die Elke, die Ilona, die Monika und Jasmin ist auch da. Ja, schön. genau. Ja, irgendwie ist der Loki und meine Katzen sind heute generell so ein bisschen aufgedreht. Aber gut, die haben auch so ihre verrückten 5 Minuten. Ja, genau. Also was machst du dann, wenn dein Kopf dir im Weg steht, sozusagen? Die Aufgabe unseres Verstandes ist natürlich, dass wir Dinge einordnen können. Also wenn du ja etwas nicht verstehst, dass dein Verstand es dir erklären kann. Dein Verstand ist gut im Wahrscheinlichkeiten berechnen, also lineares Denken. Wenn A passiert, dann passiert B, oder eben Dinge, die du schon mal erlebt hast, einordnen und in den Zusammenhang setzen. Daran ist unser Verstand sehr gut. Nur das Problem, oder Problem ist, wenn wir jetzt mit Tieren kommunizieren, dass die nicht lineare Botschaften senden. Dass es meist auf vielen Ebenen gleichzeitig passiert. Da wird auch jetzt in der nächsten Podcast-Episode nächste Woche wird auch noch was von mir zu kommen über die verschiedenen Wahrnehmungskanäle, die man hat, über die Arten, wie man die Botschaften der Tiere wahrnehmen kann. Und es ist meist nicht einfach so wie in der Kommunikation mit Menschen, also in gesprochenen Worten, dass man das einfach so aufbaut, linear hintereinander, sondern dass da so viele Botschaften gleichzeitig kommen können über so viele verschiedene Wahrnehmungskanäle. Und damit ist der Verstand gern mal ein Stück weit überfordert, beziehungsweise kann das da nicht einordnen, weil vielleicht auch vieles da kommt, was du vorher noch nicht so kanntest, weil du vielleicht vorher noch nicht so mit Tieren kommuniziert hast und das noch nicht anders einordnen konntest und eben dein Verstand dann dir dazwischen funkt, ja, kann das denn sein? So habe ich das doch noch gar nicht gelernt. Und weil da natürlich auch einige Glaubenssätze dann dahinter stehen können. Ja,
Genau, also das ist der Verstand, der kann immer nur nachdenken, also wieder zurückgehen und das vergleichen mit Dingen, die du schon mal gelernt hast, die du irgendwie schon mal erfahren hast und hat dann manchmal Probleme, ganz neue Dinge, die dir da widerfahren, einzuordnen. Zum Beispiel, wenn du einen sehr innigen Moment hast mit deinem Tier, in dem plötzlich ganz viele Sinneseindrücke kommen und du hast es vorher noch nie so bewusst erfahren. Und ja, dann, dass man sich dann vielleicht falsch macht, dass man denkt, oh, das kann ja gar nicht sein, was ich da jetzt gerade alles mitbekommen habe von meinem Tier. Das bilde ich mir wahrscheinlich nur ein. Ja, es geht aber auch nicht darum, jetzt bei der Tierkommunikation zu sagen, oh, der Verstand, meine beiden kloppen sich gerade. Der Verstand steht mir generell im Weg, also ich will den jetzt komplett abschalten, ich möchte den überhaupt nicht mehr haben. Ich ignoriere den jetzt komplett. Es geht nicht darum, dass wir jetzt dumm sind. Es ist auch immer gut, wenn man Dinge im Nachhinein mal hinterfragt, kann das wirklich sein? Oder sich nochmal eine andere Meinung einholt. Also, dass man jetzt nicht nur sagt, alles, was ich da bekomme, ist immer genau richtig. Das, denke ich mal, ist auch wichtig, die Dinge abzuwägen. Und da ist der Verstand dann wiederum gut. Und ich möchte auch sagen, es ist nicht so, dass ich komplett nicht mehr denke oder nicht mehr in meinem Denken bin, wenn ich mit einem Tier verbunden bin. Das kann nebenbei ablaufen. Es geht jetzt auch nicht darum, komplett gedankenfrei zu sein. Es kann mal sein, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Tier kommuniziere, was wirklich sehr viele Botschaften sendet, dass ich in dem Moment komplett selber ganz raus bin und nur von dem Tier ganz viel kommt. Aber das muss nicht sein. Also du kannst es schaffen, auch wenn mit ein bisschen Übung, dass dein Verstand da oben weiter rumplappern darf, im Hintergrund einfach mitlaufen darf und du da aber nicht drauf achtest, dass du entscheiden kannst, worauf achte ich jetzt gerade, auf das diese Gedanken, die da im Hintergrund irgendwie was haben oder auf diesen Kontakt mit dem Tier. Das kann man lernen, das ist eine Trainingssache. Ja, also nur einfach mal, um das so abzurunden, dein Verstand ist nicht generell schlecht, der funktioniert halt nur nicht so komplett, wenn du mit Tieren kommunizieren möchtest, wenn du viele ja, Signale bekommst, wenn du Emotionen bekommst, dann kann das eben manchmal sein, dass es der Verstand es nicht einordnen kann und es ihm deswegen Schwierigkeiten bereitet. Aber ja, das soll uns nicht stören, denn es geht ja darum, wenn du jetzt von deinem Tier was mitbekommen möchtest, dass du auch ins Fühlen kommst, dass du ins Wahrnehmen kommst und das kann man lernen. Ja, also es geht darum, dass du auch so ein Stück weit Beobachter deiner Gedanken wirst, dass du ja, dir nicht immer alles glaubst, was du dir selbst erzählst, beziehungsweise was deine Gedanken dir erzählen. Dann ist es auch gar nicht mehr so schwer, wenn du dich gut kennenlernst, wenn du dich immer mal wieder beobachtest, wie tickst du so im Alltag, dass du dann gar nicht mehr das Problem hast, deine Gedanken von denen des Tiers zu unterscheiden. Aber ich möchte dir jetzt noch ein paar Strategien mit an die Hand geben, was du jetzt machen kannst. Das war jetzt nur mal so das theoretische, der theoretische Hintergrund zu dem Ganzen. Ja, also wenn du das Problem hast mit der mangelnden Konzentration, das hatten wir auch schon mal angesprochen, also dass du das Problem hast, du kannst dich nicht konzentrieren, du hast dir vielleicht vorgenommen, oh, ich möchte mich jetzt gerne mal mit meinem Tier verbinden, indem ich liebevoll an mein Tier denke und indem ich einfach mal spüre, wie geht es denn jetzt gerade meinem Tier, dass du dann das Problem hast, du schweifst immer ab mit den Gedanken. Dann ist mein Impuls, geh noch mal so rein in die Motivation. Also, was ist dir gerade wichtig? Wie sehr möchtest du das gerne mit dem Tier Kontakt aufzubauen? Dabei geht es nicht darum, dass wir etwas erzwingen wollen, dass wir sagen, oh, ich will das jetzt und es muss jetzt klappen. Und wenn ich das nicht kann, dann ist das nichts, sondern eigentlich viel mehr so dahinter. Was ist dein Antrieb? Was ist dein Beweggrund, dass du gerne Tiere noch besser verstehen möchtest? Denn oftmals lassen wir uns schnell ablenken, wenn wir gar nicht wissen, warum wir etwas tun wollen. Also, wenn wir, ja, und denken auch, ja, könnte ich immer machen, aber ich weiß auch nicht. Und wenn wir nochmal uns klarer werden,
Ja, es ist wirklich mein Wunsch, jetzt zum Beispiel mein Tier zu verstehen. Und warum möchte ich das denn gerne? Zum Beispiel, weil ich mir mehr Nähe wünsche. Dann sind wir mehr mit unserem inneren Antrieb verbunden. Und dann lassen wir uns weniger ablenken. Und dann, wenn dann Störquellen auftreten, zum Beispiel, dass deine Tiere im Hintergrund kämpfen, so wie bei mir hier nebenbei, oder dass du dich selbst ablenkst, weil du denkst, oh, ich kann da nicht am Punkt bleiben, dann kannst du das schneller sagen, okay, das ist jetzt gerade so. Und jetzt komme ich wieder zurück. Dann ist dein Antrieb, deine Motivation viel stärker, wenn du weißt, warum du etwas tust. Dann kannst du viel mehr sagen, ja, ich nehme wahr, dass ich gerade nicht in meiner Mitte bin, dass ich gerade nicht so entspannt bin, wie ich gerne wäre. Und jetzt atme ich mal tief aus. Und was ist jetzt möglich? Jetzt kann ich mich wieder auf das konzentrieren, was ich eigentlich möchte. Also das ist natürlich ein Stück weit auch Selbstdisziplin, also dass du das schaffst, dich selbst zu führen, dass du dich immer wieder zurück zu dem Punkt führst, zu dem du eigentlich möchtest. Aber das hilft dir dabei, wenn du da so einen inneren Antrieb hast, warum du das möchtest. Also es geht auch darum, eine Wahl zu treffen. Eine Wahl zu treffen für dich, für deine kostbare Zeit, für die kostbare Zeit mit deinem Tier, dass du gerne noch präsenter sein möchtest mit deinem Tier, dass du noch mehr wahrnehmen möchtest mit deinem Tier. Wie geht's deinem Tier? Wie geht es dir damit? Und dass du dich nicht abbringen lässt, komme was wolle. Dass du einfach sagst, okay, das ist jetzt gerade alles hier so, aber ich bleib dabei. Ich versuche es immer und immer wieder und es ist auch egal, wie perfekt ich es am Anfang mache oder auch nicht. Also dann kannst du auch dabei deinen Atem beobachten und ja, wirklich tief ein- und ausatmen immer mal wieder, wenn du merkst, oh, jetzt bin ich gerade angespannt oder jetzt bin ich wieder abgekommen. Man kann auch natürlich Meditationsübungen machen, man kann ja so Aufmerksamkeitsübungen machen, Achtsamkeitsübungen. Das hilft auf jeden Fall, wenn man da so seine eigene Art der Konzentration gefunden hat. Also es muss jetzt nicht sein, dass du immer meditierst. Es kann auch für dich Yoga sein oder was weiß ich oder irgendwas, wo du runterkommst am Tag und wo du schon mal so ein innere Momente spürst, hey, wenn ich das mache, dann entspannt sich mein Körper und dann entspannt sich mein Geist und da kann ich immer wieder in diesen Zustand auch zurück, wenn ich dann spüre, ein Stück weit mehr von meinem Tier mitzubekommen. Und außerdem noch zu diesem Punkt, oh, ich schweife immer ab, ich kann mich nicht konzentrieren. Ja, was wäre denn, wenn das egal wäre? Wenn es egal wäre, wenn du dich gar nicht konzentrieren müsstest und wenn es gar nicht darum geht, dich jetzt hinzusetzen und dich zu zwingen, jetzt, keine Ahnung, 20 Minuten oder so, dich mit deinem Tier ganz konzentriert zu verbinden, sondern wenn das für dich einfach ganz leicht sein könnte und du auch dir erlaubst, im Alltag mit deinem Tier, während du Gassi gehst oder mit ihm beschäftigt bist, einfach mal kleine Signale aufzufangen, vielleicht von der Körpersprache oder ja, einfach mal so, einfach deinem Tier Fragen stellen und ohne eine Antwort zu erwarten. Einfach fragen, hey, wie geht's dir gerade oder was brauchst du gerade? Und dann mal darauf zu vertrauen, dass das Tier das auch spürt, wenn wir uns ihm zuwenden und dass dann manchmal allein da kleine Signale kommen können, ohne dass das jetzt die Riesenbotschaft sein muss oder so. Ja, das ist so mein. Ah ja, noch ein Tipp zu dem Thema, wenn deine Gedanken abschweifen, sorg dafür, dass du in ein entspanntes Setting hast, also dass du irgendwas hast, wo du dich wohlfühlst. Und ja, wie gesagt, das kann das Bett sein, wenn du dich darüber deinem Tier verbinden möchtest, wenn du im Bett liegst. Das kann auch das Sofa sein. Das kann aber auch sein, während du mit deinem Tier gerade draußen unterwegs bist und es einfach schön ist für euch und entspannt. Ja, der zweite Punkt, also gegen die Selbstzweifel, was kannst du da machen, wenn du eher das Problem hast, dass dein Verstand dich gut ablenkt und sagt, ach, du kannst das eh nicht, dann, ach, hallo, Jadwiga, wenn dein Verstand sagt, du kannst es eh nicht, du bist blöd oder was weiß ich, dann hinterfrage immer mal wieder den Gedanken. Das hat mir sehr geholfen.
bin auch sehr gut darin, in diesem Mindfuck von wegen, ich kann was nicht, dann immer wieder zu fragen, ist das wirklich wahr, was ich mir da gerade erzähle? Stimmt das wirklich? Was wäre, wenn das anders wäre? Was wäre, wenn ich das zum Beispiel könnte, wenn es mir ganz leicht fällt und ja, wenn ich offen wäre dafür? Und zu dem Thema Selbstzweifel, lerne deine Talente kennen, denn dann haben die Selbstzweifel immer weniger eine Chance. Wenn du weißt, worin du gut bist, dann ja, ist es, dann merkst du immer mehr, ah, da liegt meine Kraft und jetzt konzentriere ich mich auf meine Stärken und dann werde ich darin besser. Dann kannst du eben auch, wenn du an einem Tag, es kann auch mal sein, dass du an einem Tag unsicher bist und nicht weißt, oh, habe ich da jetzt gerade was richtig empfangen von meinem Tier, dann versuche es einfach an einem anderen Tag nochmal. Oder hol dir Feedback. Wenn du jemanden kennst, der da auch einen guten Zugang hat zu den Tieren, dann frag den doch mal, hey, was nimmst du denn wahr? Vielleicht auch ohne ihm deinen Eindruck zu sagen von deinem Tier und ihn ganz unvoreingenommen daran zu lassen. Das ist nämlich auch meist so der Punkt bei meinen Klienten. Wenn ich denen dann die Botschaften der Tiere so übermittle, dann kommt da oft von denen, oh, das habe ich eigentlich schon selbst gefühlt von meinem Tier. Nur ich dachte immer, das wäre falsch oder das wäre nicht so, das würde ich mir einbilden. Und da ist der Vorteil natürlich, wenn ich das dann mache. Ich kenne die Leute, die Tiere vorher meist nicht und bin da wirklich unvoreingenommen. Hab auch nicht immer alle Infos vorher, beziehungsweise ja von den Umständen, aber eben nicht von dem, was die Menschen schon vorher gefühlt haben. Und dann ist es besonders gut, weil ich ja dann ganz unvoreingenommen daran gegangen bin. Und so kannst du eben auch immer mal andere Leute fragen, was sie denn da fühlen natürlich nur Leute, wo du weißt, ja, die haben da auch einen guten Draht zu den Tieren. Und dann natürlich auch deine Erfolge anerkennen. Wenn du mal was richtig gespürt hast, das dann zu sagen, ja, stimmt, ich bin gut und ich fühle schon viel. Und dich auch immer wieder fragen, was spüre ich denn vielleicht schon längst von meinem Tier, was ich noch gar nicht anerkannt habe? Meist bekommen wir sehr viel mehr mit, als wir bewusst merken. Und wenn wir da einfach mal fragen, könnte das sein, dass ich vielleicht schon mehr mitbekomme? Und ja, könnte ich vielleicht davon noch mehr bewusst mitbekommen von dem, was ich bisher gemerkt habe? Und dann öffnet sich der Geist dafür, dass du noch mehr, ja, dass dir das noch mehr bewusst wird, was du schon alles fühlen kannst. Also das war Punkt 2. So was macht man denn bei Selbstzweifeln? Und der dritte Punkt war ja noch so dieses, was kommt von mir, was kommt von meinem Tier? Nehme ich da jetzt wirklich die Sachen wahr, die von meinem Tier kommen, oder bilde ich mir das nur ein? Projiziere ich da vielleicht irgendwas von meinem inneren Zustand auf mein Tier? Und da kann ich empfehlen, auch immer mal wieder so den Check zu machen. Wie geht's mir denn heute? Wie bin ich heute in meinem Universum sozusagen? Wie fühle ich mich heute? Und danach in die Verbindung zu dem Tier zu gehen. Wenn du vorher schon weißt, oh, ich bin heute, keine Ahnung, traurig, weil irgendwas passiert ist, dann kann es natürlich sein, dass dein Tier auch traurig ist, klar. Aber du weißt dann noch mehr, wie du es einordnen kannst. Dann kannst du noch mal spüren, kann es sein, dass mein Tier auch traurig ist. Aber ja, wenn du vorher einfach schon mal gecheckt hast, wie es bei dir so ist, dann bist du da klarer in deinem, was gehört zu mir, was gehört zu dem Tier. Und naja, man kann es eh meist nicht ganz so auseinanderhalten, denn ihr seid ja beste Freunde, nehme ich an, ihr seid miteinander verbunden, dein Tier reagiert sehr fein auf dich. Und von daher, ja, manchmal liegt auch einfach was in der Luft, dass wir ja, beide einfach angespannt sind, weil irgendwie ein komischer Tag ist. Bei uns ist heute auch irgendwie ein bisschen komisch, aber was soll's? Ja, also dass du dir dann bewusst auch sagen kannst, bevor du mit deinem Tier in Kontakt trittst, ich lasse jetzt noch mal wirklich alle Projektionen los, alle Bewertungen, die ich vielleicht gerade hab auf mein Tier, auf mich, wie gut ich das kann oder wie es meinem Tier geht, von außen betrachtet. Und das bewusst einfach mal loslässt. Du kannst es dir auch vorstellen, als wenn das wie so eine Wasserwelle so von dir abgleitet oder wie du dich einmal so, ja, einfach frei machst, bevor du
mit deinem Tier in Kontakt trittst. Ja, und natürlich dann auch die eigenen Gedanken. Kannst du dir vorstellen, dass sie im Hintergrund vorbeiziehen? Also wie Wolken, dass du sie beobachten kannst, aber dass du da nicht anhaften musst, dass sie da sind, dass sie da sein dürfen, aber dass du dich nicht komplett mit ihnen identifizieren musst. Das ist auch so eine Achtsamkeitsübung. Also je mehr man sich beobachtet, dass man immer mehr weiß, was da eigentlich die ganze Zeit für Gedanken plappern und dass man irgendwann sich nicht mehr zu sehr mit denen identifiziert, sondern sie einfach da sein lässt. Ja, und wenn du das Gefühl hast, so, oder wenn du nicht weißt, was kommt von mir, was kommt von meinem Tier, wenn du da irgendwas bekommst, was sich so richtig schwer anfühlt, so richtig, oh nee, dann kann das nicht stimmig sein, dass es von deinem Tier kommt. Also wenn immer so ein totaler Mindfuck, den wir gerne machen, oh nein, mache ich alles richtig, Sorgen und bla und blub. Da sind wir meist in unserer eigenen Welt drin und machen uns dann selber die Gedanken. Aber das ist dann wenig das, was von unseren Tieren kommt. Also die Botschaften, die von den Tieren kommen, sind meist sehr schnell, also man bekommt sie irgendwie blitzartig rein. Sie sind nicht immer klar zu fassen, also glaub nicht, dass du jetzt, wer weiß, was empfangen musst. Manchmal ist es auch einfach nur ein kurzes Gefühl oder eine Energie, die du nicht in Worte greifen kannst. Und das ist schon in Ordnung. Wenn das nur so ein bisschen was ist, was du einfach spürst von deinem Tier, dann mach nicht den Fehler, das in Worte fassen zu müssen und mit dem Verstand begreifen zu müssen oder nachzudenken sozusagen, sondern sag einfach, okay, es ist gerade nur eine Energie, die ich wahrnehme, ich kann sie nicht einordnen und ich lasse es jetzt erstmal so. Es darf jetzt so sein. Ich muss nicht beschreiben, was hier gerade vor sich geht. Mit der Zeit wird es dir dann immer klarer, je mehr du das auch geübt hast. Es ist wie ein Muskel, den man trainiert und deswegen, ja, es geht auch immer darum, sich selbst nicht falsch zu machen, wenn man noch nicht so weit ist, wie man gerne wäre und da ein bisschen locker dran zu gehen. Und vielleicht auch das Tier immer mal wieder einzuladen, zu fragen, hey, kannst du mir helfen? Ich habe noch keine Ahnung, wie ich dich richtig gut verstehen kann, aber ja, zeig mir das doch mal bitte klarer, was du von mir willst. Oder mach das doch mal anders, zeig es anders. Oder sende mir mal eine Emotion oder sende mir mal ein Bild dazu. Ja, darauf werde ich dann auch noch in der Podcast-Episode nächste Woche eingehen. Da geht es ja um die Wahrnehmungskanäle, wie du die Wahrnehmungskanäle noch schulen kannst und die Botschaften deines Tieres noch besser mitbekommen kannst. Ja, also so abgerundet würde ich sagen, beobachte dich mal gut, beobachte, wo du reagierst und dann kannst du das auch besser einschätzen, was bei deinem Tier los ist und dann kannst du auch lockerer mit dir umgehen, auch gerne ein bisschen Humor rein, von wegen, ah, jetzt war ich gerade wieder verkrampft, ach, lustig, dass ich das immer wieder so mache und was wäre denn, wenn das jetzt eigentlich mal einfacher gehen würde? Und wie kann ich vielleicht noch einen Zugang zu meinem Tier bekommen, den ich bis jetzt noch gar nicht kenne, weil ich bis jetzt immer nur gedacht habe, das muss so und so und so ablaufen. Lass dich da mal überraschen. Ja, und wenn du Lust hast, das so wirklich in der Tiefe zu lernen und deine Form der Tierkommunikation rauszufinden und wie du auch noch Strategien bekommst, wie du deinen persönlichen, Mindfuck ist jetzt übertrieben, aber so deinen Verstand, wie du deinen Verstand noch mehr zu deinem Freund machen kannst, wenn du mit deinem Tier kommunizierst, dann lade ich dich herzlich ein. Ab dem 15. März beginnt mein Gruppencoaching. Da kannst du deine Art der Tierkommunikation kennenlernen und da werden wir uns vor allem 3 Monate lang, das ist online, werden wir uns online treffen und gemeinsam schauen, was sind die Talente jedes Einzelnen mit Tieren zu sprechen und was sind bisher vielleicht noch Begrenzungen, die wir haben, wo wir denken, oh, das kann ich nicht und wie können wir die gemeinsam verändern? Denn es soll nicht einfach nur ein Seminar sein, sondern wirklich dieses, ich arbeite mit euch, mit dem, was da ist, und wir schauen uns das an und gucken, wie können wir das verändern und wie können wir auch in den 3 Monaten noch so ein bisschen den Kontakt zu den Tieren bekommen. Wie können wir ja in kleinen Übungen machen? Also es wird natürlich auch Theorie geben, ein bisschen und Übungen, die man mit seinem Tier macht und dass er auch mit fremden Tieren
übt untereinander mit den Tieren, so kriegt jeder eine Botschaft von jemand anderem auch, von seinem Tier und untereinander. Und dann natürlich auch, ja, wenn wir uns treffen online, dass wir dann schauen, was ist bei euch wirklich los. Das ist für mich auch neu, da freue ich mich riesig drauf, dass wir da so gemeinsam eben 3 Monate zusammen verbringen. Denn ja, das ist für mich, irgendwie macht das noch mehr Sinn. So in letzter Zeit hat sich das bei mir rauskristallisiert. Ich möchte wirklich mehr verändern bei den Menschen und den Zugang zu den Tieren. Und das ist meist über einen längeren Zeitraum ganz gut, als wenn man da jetzt nur ein Wochenende macht. Ja, und bis zum 15.02., also jetzt noch ein paar Tage, gibt es noch den Early Bird. Wenn du magst, da kriegst du nämlich noch zusätzlich von mir eine Botschaft von deinem Tier, eine schriftliche zu der Frage, wie siehst du unsere Beziehung? Dann schreibe ich dir noch eine Botschaft von deinem Tier, verbinde mich mit deinem Tier. Gibt es noch obendrauf. Und das Ganze kostet 99 Euro pro Monat. Genau. Und es wird natürlich eine Facebook-Gruppe geben und ja, 2-mal im Monat, also alle 2 Wochen, ein Online-Coaching gemeinsam in der Gruppe. Und viele Übungen zwischendurch. Ja, ich gucke mal gerade, was ihr noch geschrieben habt. Ja, genau. Ja, ich hoffe auch, Monika, Steuererstattung. Das hört sich gut an. Ich drücke mit die Daumen. Ja, wer weiß, was da noch möglich ist. Manchmal wird man ja auch vielleicht positiv überrascht vom Finanzamt. Es muss ja nicht immer nur sein, dass man selber was zahlen muss. Ja, Ilona schreibt auch, ja, das wird toll. Ja, ich bin auch schon mega gespannt und freue mich riesig. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Thema, wie gehe ich mit meinem Kopf um oder wie, was erwartet dich in dem Gruppencoaching, falls dich das interessiert, gerne kann ich auch im Nachhinein noch drauf. Ah ja. Um wie viel Uhr ist das dann? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, es wird erstmal am 15.03., genau, das muss ich auch noch ankündigen, am 15.03. gibt es um 19 Uhr, meine ich, ein Webinar. Das ist offen tatsächlich auch für alle. Also alle, die jetzt sagen, oh, ich weiß noch nicht genau mit dem Gruppencoaching, aber ich höre mir gern erstmal das Webinar an, ist auch in Ordnung. Da werden wir an diesem 15.03. dann, das ist eher so ein bisschen Theorie, beziehungsweise ich erzähle was über die Möglichkeiten mit Tierkommunikation, was man damit machen kann. Ich werde erstmal so eine Einführung in das Ganze geben. Und dieser Termin steht schon fest, wie gesagt, dann am 15.03. Und danach, die 2 Wochen danach, das ist der 29.03., das ist auch ein Donnerstag. 19 Uhr ist das erste Gruppencoaching. Das ist dann wirklich nur noch für die, die das halt auch gebucht haben, natürlich. Und die anderen Termine wollte ich auch ein Stück weit mit euch absprechen, mit denen, die jetzt schon in der Gruppe dann bald dazukommen, dass wir da gucken können, was ist für euch, was macht für euch Sinn, wann könnt ihr gut, wann sind gute Zeiten. Dass wir das noch ein bisschen abstimmen. Das muss nicht immer donnerstags um 19 Uhr sein. Es kann auch zu anderen Zeiten sein. Und wenn man nicht kann, ist auch kein Problem. Es gibt immer eine Aufzeichnung von dem Ganzen und die bekommt ihr natürlich dann zugeschickt. Und da sind dann eigentlich auch immer, also meine Erfahrung ist, die Gruppe hat immer ähnliche Themen. Wenn einer ein Thema hat und es vorbringt und sagt, oh, da weiß ich nicht, dann können die anderen da auch immer von lernen. Also auch wenn man dann im Nachhinein die Aufzeichnung anschaut, hat man da auch was von. Und natürlich kann man immer in der Facebook-Gruppe auch Fragen stellen. Das ist, ja, wir bleiben da in Kontakt, in Austausch. Also so, dass ich, denke ich mal, kann man da nichts verpassen, wenn man mal irgendwie nicht kann. Ich guck mal gerade. Ja. Genau. Ja, also da würde ich dann auch, also wenn in der Gruppe dann noch mal schauen. Also ich bin relativ flexibel in meinen Zeiten, aber so wie die meisten gut können, wie es gut passt. Ich kann auch ein bisschen später als 19 Uhr, sonst das macht mir nichts. Ja. Ja.
Genau, Ilona, mach deinen Kopf zu deinem Freund. Finde ich sehr toll, deine Entscheidung und diese Vorstellung auch, dass es dir gefällt und dass du die Tierkommunikation lernen möchtest. Da freue ich mich, bin gespannt, ja. Und lass uns einfach mal überraschen, lass uns wirklich einen ganz neuen Raum öffnen und die Tierkommunikation neu kennenlernen. Ich habe nämlich, ja, ich habe gemerkt, ich habe keinen Bock mehr, das immer so nach Schema A zu machen. Ich kann euch natürlich Theorie geben, das werde ich auch, aber dass wir einfach für uns erforschen, auch in der Gruppe gemeinsam schauen, was ist Tierkommunikation für uns? Welchen Zugang gibt es noch zu den Tieren? Ich möchte das auch noch mal ganz neu erfahren, weil es gibt so viele Wunder und wir haben so vieles noch gar nicht entdeckt und einiges können wir auch noch lernen von den Tieren. Und ich lasse mich da auch immer wieder leiten von meinen Tieren und mich da überraschen und binde meine Tiere mit ein. Wir werden nämlich auch unsere Tiere mit einbinden dabei, die mit reinholen. Ich werde euch zeigen, wie ihr noch mehr energetisch auch mit euren Tieren die mit ins Boot holen könnt. Denen sagt, hey, guck mal, ich möchte das jetzt lernen, die Tierkommunikation. Kannst du mir bitte helfen? Kannst du es mir leichter machen? Kannst du mir deutlicher zeigen, was du von mir möchtest, was du mir mitteilen möchtest? Also da werden wir ganz kreativ vorgehen und vor allem nach dem, was die Gruppe braucht und was sie möchte. Ich habe auch einen Plan natürlich gemacht schon, also ein Programm. Das werde ich euch mal verlinken, wenn euch das interessiert, was da genau alles passiert. Das sind so die inhaltlichen Ideen, die ich dazu habe. Aber wir werden das dann, ja, wir werden uns natürlich daran orientieren, aber anpassen auf die Gruppe. Was braucht sie jetzt? Was möchtet ihr jetzt? Ja, Annette schreibt, sie freut sich auch darauf. Ja, schön. Ich bin mega gespannt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, auch im Nachhinein, meldet euch gern bei mir. Wie gesagt, ich werde euch gleich nochmal in die Videobeschreibung auch den Link zu dem Programm schicken, wenn ihr darauf Bock habt. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn euch einfach erstmal bei dem Webinar dabei zu haben. Ich werde das alles nochmal ankündigen. Und nächste Woche gibt es noch weiteren Input von mir zum Thema Tierkommunikation, nämlich deine Wahrnehmungskanäle, was du dann im Podcast finden kannst, den ich dann wieder hochlade. Genau. Ja, ich wünsche euch und euren Tieren jetzt erstmal ein schönes Wochenende, vielleicht ja auch Karneval, falls ihr das feiert. Und ja, Loki sagt auch schöne Grüße, der ist hier gerade in meinen Schoß gekommen. Und dass ihr den Verstand immer mehr zu eurem Freund machen könnt und ja, vielleicht auch ein bisschen lustig damit umgehen, sagen, ach, guck mal, da bist du ja wieder Verstand und was machen wir denn jetzt? Ja, was machen wir damit? Können wir das nicht einfach, ja, beziehungsweise, ja, dass du so mehr in dein Gefühl kommst mit den Tieren. Das wünsche ich dir. Ja. Also, bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Abend für euch.